Eine Fahrradtasche schnell und unkompliziert als Rucksack umhängen, das wünschen sich viele Kunden. Geräumig und stylisch soll die Tasche obendrein sein. Ottinga will mit dem neuen Modell Flip nun eine ideale Lösung für all diese Kundenansprüche gefunden haben. Die Verwandlung des Flip ist denkbar einfach. Dank des patentierten Mechanismus und der magnetisch haltenden Träger dauert es nur wenige Sekunden von der Tasche zum Rucksack und umgekehrt. Und weil der Rucksackteil der Tasche beim Betrieb am Fahrrad immer verschlossen und daher vor Schmutz geschützt ist, bleibt dann bei der Verwendung als Rucksack die eigene Bekleidung immer sauber. Der Flip ist ein Rolltop mit einem Höhenbereich zwischen 48 und 66 cm. Die Breite beträgt 30 cm, die Tiefe 20 cm. Die Tasche hängt über zwei Halterungen am Gepäckträger. In der Mitte gibt es einen Lockmechanismus, um den Flip zu fixieren. Das Fassungsvermögen kommt auf 26 Liter. Mit Rolltop sind es 34 Liter. Der Flip wiegt 1800 Gramm. Die bis zu 34 Liter fassende Tasche ist im Hauptfach mit verschiedenen Unterfächern ausgestattet. Ein 15 Zoll Laptop lässt sich gerade noch unterbringen. Leider ist oben keine Fixierschlaufe vorhanden. Sehr praktisch sind die drei seitlichen Taschen. In die größte passen auch Getränkeflaschen gut rein, mit oder ohne vollständigem Zuzippen. Verschiedene Einhakbereiche ermöglichen bei jeder Beladung den passenden Verschluss. Einkauf im Supermarkt profitiert man von der Flexibilität, die so eine Rolltop-Tasche bietet, und kann die Tasche bis ganz oben befüllen. Da die Aufhängung der Tasche recht hoch am Gepäckträger sitzt, können auch kleinere Fahrräder bzw. Falträder, wie hier mit 20 Zoll Bereifung, gut mit dem Flip betrieben werden, ohne dass die Tasche am Boden schleift oder beim Pedalieren im Weg steht. Was die Tasche nicht hat, ist eine Fixiermöglichkeit am unteren Bereich des Gepäckträgers. Dies findet man sehr häufig bei anderen Produkten und trägt zur stabilen und sicheren Verankerung am Gepäckträger bei. Bei einfacher alltäglicher Verwendung wird das aber wohl nicht abgehen. Die äußeren Aufhängungen sind horizontal verschiebbar. Der Lockmechanismus ist in fixer Position angebracht. Ein kleiner Störfaktor ist der unterdimensionierte Tragegriff. Hier ist ein robuster, größerer Griff wünschenswert, mit dem man die Tasche, ob beladen oder nicht, auch mal so problemlos tragen kann. Der
Flip besteht aus gewebtem Stoff mit wasserabweisender TPU-Beschichtung. Zudem sind der Boden und die dem Fahrrad zugewendete Seite aus robustem TPU-Material. Das regenfeste Hauptmaterial weist eine Wassersäule von 20.000 mm auf. Da die Nähte jedoch nicht verschweißt sind, kann bei Dauerregen Feuchtigkeit eindringen. Daher empfiehlt Oettinger, das regenfeste, aber aufpreispflichtige Reflective Cover dazuzunehmen. Achtung, auf manche Streben, wie hier beim Tern Vectron, passt der Flip nicht drauf, also vor dem Kauf unbedingt informieren, ob das eigene Fahrrad und der Flip harmonieren. Der Flip passt also nicht auf jedes Rad, aber dafür auf jeden Rücken und kann somit immer dabei sein. Fazit: Mit einem Listenpreis von 179,95 zählt der Flip durchaus schon zum oberen Preissegment. Dafür erhält man eine hübsche und praktische 2-in-1-Lösung als Gepäckträgertasche und Rucksack mit solider Verarbeitung und vielfältigen Transport- und Alltagstalenten. Die Umwandlung von Gepäckträgertasche zum Rucksack funktioniert dank des patentierten Faltsystems super schnell und einfach. Kleine Abstriche gibt es aufgrund der fehlenden Einhackmöglichkeit unten am Gepäckträger und wegen des zu kleinen Tragegriffs. Oettinger weist darauf hin, dass die Tasche in Europa produziert wird und somit keine Probleme wegen unzureichender Arbeitsbedingungen und unnötig langer Transportwege bestehen.